Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Captain auf Industrie. Und ich muss sagen, Wahnsinn, wie das Projekt bei euch ankommt. Nicht nur der Prolog, dieses dreistündige Live-Video, was ich hochgeladen habe, sondern auch die erste Folge sind beide sehr gut bei euch angekommen, was mir zeigt, dass ihr das Spiel genauso feiert wie ich. Ja, und dann machen wir doch gleich weiter, ja? In der letzten Folge, ja, ihr könnt es hier oben nochmal nachschauen, ich verlinke euch die nochmal, könnt ihr sehen, wie wir das hier aufgebaut haben. Das ist quasi die einfache erste Erzverarbeitung, wo aus Holz Kohle gemacht wird hier in der Köhlerei. Und da würde ich sagen, machen wir einfach nochmal eine zweite. So, und jetzt seht ihr hier, man kann mit F... kann man die Seiten spiegelverkehrt machen. Das ist dann ganz praktisch, weil dann können wir das Rohr gleich hier anschließen und dann gehen beide Abgase in diesen Schornstein. Kann natürlich sein, dass es zu Verstockungen kommt. Vielleicht müssen wir dann noch mal extra bauen, das werden wir dann sehen. So. Wir sehen hier, wir haben die Forschung gebaut, das ist das erste Forschungslabor. Ich starte jetzt schon mal hier die Landwirtschaft, weil die ist mit am wichtigsten, damit wir nicht verhungern. Wir haben nur noch 46 Monate Nahrung. Und dann erkläre ich euch mal hier so ein bisschen, was wir da machen können. Als nächstes brauchen wir die Konstruktion, das schieben wir gleich noch mit an, und den Fahrzeugbau und danach das Handelsdock. So. Ja, und die Werkzeuge hier sind auch nicht schlecht. Die machen wir auch gleich. Ne? Ihr seht hier, wir haben eine Warteschlange. So, dann Ziegelproduktion wäre das nächste. Dann können wir ein Lager machen. Förderbänder, eine Tankstelle, bewässerte Farmen, Wasserversorgung für die Siedlungen. Ne? Die haben momentan nur also ohne Wasseranschluss. Die ernähren sich aus Eimern. Biokraftstoff können wir dann machen. Lagerung 2, Lebensmittelmarkt 2, Wiederverwertung, Holzverwertung 2, Wasserrückgewinnung, Düngemittel, was haben wir noch hier, Bio, also Entsalzungsanlage, Elektrolyse, Abwasseraufbereitung, Abgasfiltration, Snackproduktion, da freue ich mich schon drauf, Gewächshaus, Mischer, Statuetterwartung, Chemiefabrik 2, elektrischen Heizkessel, grundlegende Datenverarbeitung, Mikrochip, Rechenzentrum, Frachtdepot, Mikrochip, Montage, Raketenmontage und dann gibt es Schiffswaffen und eine schnelle Brutanlage, sprich einen Atomreaktor. Und das alles hier, seht ihr, wie viel das ist, wie weit ich vorscrollen muss, dass wir dahin kommen, wo wir jetzt sind. Ja, wahnsinnig viel. Und wir brauchen erst... Jetzt haben wir ja die einfache Forschungsanlage, hier brauchen wir das zweite Forschungslabor. Mit denen können wir dann das rote alles machen. Ne? Ja, aber wir hören das Gewitter, das interessiert uns nicht weiter. Wir sehen hier, die Forschung der Landwirtschaft ist schon fortgeschritten. Wir gehen mal auf Stufe 2, dass es ein bisschen schneller geht. Schauen wir mal die Abgase, ob die alle rausgehen. Ich denke aber schon. Da die ja nicht alle gleichzeitig produzieren, ne? Okay, die sammeln sich die Abgase und gehen aber dann wieder raus. Gehen sie direkt raus. Also, ist glaube ich kein Problem. Grundlegende Landwirtschaft haben wir jetzt. Das heißt, wir können wieder langsam gehen. Müssen wir gucken, wo können wir denn so ein Feld hinbauen? Am besten da, wo Wasser ist. Ja, das geht eigentlich nur da hinten. Jetzt mal das erste Feld mal da hinten hin. So. Und auf dem Feld werden, ich glaube, automatisch Kartoffeln angebaut. Genau, weil wir noch gar nichts anderes kennen, ne? Einzige, was die Matrosen kennen aus dem Land, sind Kartoffeln. Und das andere müssen wir erst erforschen.
So, und er arbeitet schon an der Konstruktion, das ist ganz gut. Mal wieder auf Stufe 2 gehen. Und jetzt sehen wir, wie die LKWs dahinter fahren. Was brauchen die hier? Ja. Wir brauchen erstmal Konstruktionsteile. Ich weiß gar nicht, haben wir noch so viel? Ja, haben wir gar nicht mehr so viel. Und hier können wir noch keine herstellen. Das können wir erst machen, wenn die Konstruktion fertiggestellt ist. So, die schwarzen kann man mal wegklicken. Das hier oben kann man auch wegklicken. Warte auf die erste Ernte von Kartoffeln. Okay. Feld ist schon fertig. Und wir haben eine Fruchtbarkeit von aktuell 79%. Kommt natürlich darauf an, wie viel Regen darunter fällt. Ne? Der Regen, ideal wäre halt hier 50, jetzt haben wir 44. Regnet da immer noch 47. Jetzt hört es auf mit Regen und es wird wieder trocken. Ja. Später können wir das noch künstlich bewässern. So, die Konstruktion haben wir auch. Und jetzt wird es langsam interessant. Wir haben jetzt hier die Montage. Und in der Montage können wir so ziemlich alles machen. Ich setze jetzt mal zwei hierher. Und da kann man einstellen, was die halt herstellen sollen. Wir brauchen als erstes die Konstruktionsplatten. Dann würde ich sagen, sollen sie erstmal eins beliefern. So, jetzt holen sie wahrscheinlich die letzten Konstruktionsteile aus dem Lager. Und fahren die darüber. Glaubt mir auch, wenn es scheint, dass es jetzt am Anfang noch ruhig ist, wir werden Stress bekommen, wo wir fünf Dinge gleichzeitig machen müssen. Glaubt mir, das wird noch. So, die erste Maschine ist fertig und dann werden jetzt Konstruktionsplatten gemacht. Das heißt, der LKW, wir haben ja noch keine Förderbänder, der holt jetzt hier die Platten raus und fährt sie dann hier rüber. So ist eigentlich der Plan. Gehen wir hier auf Produktion 5 oder Priorität 5. Aha, die holen erstmal. Haben die welche auf Lager hier? Ne, auf Lager haben wir keine. Können wir jetzt das zweite noch bauen? So, und hier drüben würde ich noch welche bauen. Erstmal um diese Konstruktionsteile herzustellen. Oder diese mechanischen Teile. Auf die Arbeiter müssen wir auch schauen. Ne? 28 haben wir noch frei. PKW oder LKW Verfügbarkeit ist stabil. Und 37 Monate haben sie noch Nahrung. So, jetzt kommen Platten rein. Holz brauchen wir natürlich auch noch. Und Ziegel. Ziegel haben wir zum einen, glaube ich, hier vom Deck noch. Genau. Und kann man auch hier abbauen. Die müssen wir aber früher oder später auch selber konstruieren, ne? Und herstellen. So, was die hier machen, alles was sie irgendwie nicht verwenden, ne, das. Den Müll laden sie hier ab. Haben wir den ja freigegeben, dass sie dort das abladen dürfen. Ja, das glüht natürlich hier. Weil die Lager sind voll, die produzieren mehr als die hier rausnehmen.
So. Ja, jetzt kommt ein LKW, holt der Wäsche raus. Auch lustig, ne? Da fährt die von da ins Nachbargebäude. So, da wir aber sehr viel brauchen, glaube ich, bauen wir noch ein drittes Gebäude. Ja, und ich baue es natürlich auch wieder falsch. Wie beim Testspiel habe ich es auch falsch umgebaut. Aber gut. Hier können wir vielleicht noch richtig drehen. Aber die drei sind die Eingänge. Also so rum. Ist jetzt wurscht, weil wir müssen sowieso umbauen. Das wird nicht lange so bleiben. So, jetzt bauen wir natürlich Konstruktionsteile. Wenn hier was rausgenommen wird, können die wieder produzieren. Weitergebaut. Ich lasse noch ein bisschen vorspulen, bis der Fahrzeugbau fertig ist. Dann wird nämlich noch mal eine Reihe interessanter. So, erforschen Sie Energieversorgung und Wartung. Wir schauen mal, was kann man einstellen wieder in der nächsten Warteschleife. Energieversorgung und Wartung. Okay, schalten wir mal ein. Fahrzeugbau ist fertig und jetzt haben wir Bergbau endlich. So, das heißt, ich baue jetzt hier erstmal eine Fahrzeughütte hin. Ist ja wurscht, was machen, kann man ja hierher bauen. Da müssen wir noch einstellen, was er produzieren soll, also auch das. Hier hat man schon gesagt, er soll die mechanischen Teile herstellen. Und jetzt würde ich hier unten, weil hier haben wir jetzt noch Gummi und elektrische Teile, würde ich noch einmal die Produktion anschieben für die elektrischen Teile. Und hier daneben stellen wir jetzt noch eins, wo wir quasi aus Eisenplatten den elektrischen Teilen, den mechanischen Teilen, dann Fahrzeugteile herstellen. Und die brauchen wir dann wiederum, um hier einen Bagger herzustellen. Machen wir gleich zwei und noch vier Fahrzeuge. So, und wir müssen Bergbau bauen. Einmal hier. Den Bereich noch einstellen und dann kann man jetzt einstellen, wo sie abbauen sollen und wie sie abbauen sollen. Ich würde sagen, das ist hier unten auf der 2. Ich sollte am besten hier erstmal auf der Seite mal angucken. Ich kann auf Level 4 erstmal hochbauen, dich. Das machen wir gar nicht, ne? Nee, die bearbeiten nur, was in dem Rahmen ist. So. Und damit wir kein Holz mehr verkoksen müssen. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, kann man jetzt hier auch noch Kohle abbauen. Wir können den Bereich auch natürlich einstellen. Wir können sagen, okay, mach das von da bis da. Dann hätten wir jetzt quasi das Ganze mit drin, ne?
Und dann kann man jetzt auch erstmal sagen, du, baut ihr erstmal eine Rampe von. Von hier unten. Nach oben. Müssen wir weiter rangehen. Wir machen es erstmal glatt. Wir machen es erstmal glatt. Ja, so. Die Montage hat kein Rezept ausgewählt. Schauen wir mal. Da wollten wir ja die mechanischen Teile machen. So, hier müssen wir, haben wir schon auch aufgeteilt eingestellt. Ja. So, wir haben inzwischen Zeit schon ein Stück Gutlager. Das heißt, wir können sogar die fertigen Konstruktionsteile, ja, da drin lagern. Mal dann auswählen. Konstruktionsteile drin lagern. Und wir haben jetzt das Handelsdock. Kann man jetzt mit einem Schiff, mit einem Dorf Handel treiben. Kartoffeln, ja, wir haben nur 57 Monate. Langsam gehen uns die Arbeiter aus. Müssen wir mal schauen, können wir jetzt schon. Nee, können wir noch nicht. Das nächste wäre das Leuchtfeuer, was wir brauchen. Aber das dauert noch ein bisschen. So. Und während so die Werkzeuge, unsere Tools zum Bearbeiten der ganzen Einstellungen hier, so dahin wandern in der Forschungsstadt schon. Ja, schauen wir uns nochmal an hier. Ne? Also, wir haben heute die Eisenproduktion erweitert, dass eben jetzt Teile draus gebaut werden. Zum einen Konstruktionsteile, aber auch mechanische Teile. Wir haben jetzt hier Bergbau, ja, und wir können endlich Fahrzeuge bald bauen. Und da legt man dann aber weiter los in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit dem Däumchen nach oben. Und ich freue mich, dass euch das Projekt, ne, ebenso angetan ist wie mir. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Plaxat. Tschüss.